Wissen Sie noch, Lampedusa, vor einem Jahr über 360 Ertrunkene. Ja, da waren alle geschockt. Der Papst hat gesagt, es ist eine Schande. Und wenn es etwas gibt, womit sich die katholische Kirche auskennt, dann damit. Nee, die Italiener haben ihre Aktion Mare Nostrum gestartet und mit ihrer Marine 150.000 Menschen aus dem Wasser gefischt. Und ganz Europa war dankbar und stolz, dass Italien das alles bezahlt hat. Jetzt wollte Italien nicht mehr oder konnte nicht mehr bezahlen, hat in Europa rumgefragt, könnt ihr uns ein bisschen helfen? Hat sich keiner gemeldet. Nur Deutschland hat gesagt, ja, ja, wir würden schon, aber wir wollen nicht. Und dann hat Italien Mare Nostrum eingestellt. Europa hat gesagt, kein Problem, wir machen eine eigene Aktion mit unseren eigenen Grenzschützern von Frontex. Wir, also gut, wir machen es mit weniger Ehrgeiz, weniger Booten, dafür mit viel weniger Geld. Und wie benennt man eine Aktion, bei der es von allem weniger gibt? Genau, Frontex Plus. Hat auch einen anderen Namen, Triton, aber ich finde Frontex Plus besser, weil Frontex Plus hat sowas von Always Ultra. Na, verstehen Sie, ein bisschen unbequem, aber zum Abdichten reicht's. Weil das ist der Zweck von Frontex Plus. Abdichten, die Seelinie. Das hat unser Innenminister de Maizière hat das auch noch mal bestätigt. Er sagt, ja, Hauptzweck davon ist die Grenzkontrolle. Hat mir ihn gefragt, sagen wir mal, also wirklich jetzt hier, ist der Hauptzweck nicht so ein paar Flüchtlinge aus Seenot zu retten? Dann hat das deutsche Innenministerium gesagt, nein, dafür hätte Frontex Plus weder das Mandat noch die Ressourcen. Verstehen Sie? Flüchtlinge vom Ertrinken retten, das ist jetzt zu teuer. Italien hat gesagt, sie haben 114 Millionen bezahlt für Mare Nostrum in einem Jahr. 150.000 Menschen haben die damit gerettet. 150.000 Menschen. Ich rechne so ungern Menschenleben hoch, aber bei Geretteten machen wir mal eine Ausnahme. 114 Millionen geteilt durch 150.000 gerettete Menschen. Macht, ich habe das schon mal für Sie vorbereitet, 760 Euro pro Menschenleben. Das ist zu teuer. Das ist in Europa, einem der reichsten Kontinente der Erde, zu teuer. Und 114 Millionen sind nicht aufzutreiben in einem EU-Haushalt, der immerhin 115 Milliarden beinhaltet. Wissen Sie was, ich habe mal nachgeschaut. Das Europäische Parlament macht jeden Monat einen Ausflug. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Da ziehen alle Abgeordneten von Brüssel nach Straßburg mitsamt ihren Akten für eine Sitzungswoche. Ist ein Symbol für irgendwas, hat schon jeder vergessen, wofür. Ist einer der größten Wanderzirkusse der Welt. Und der Europäische Rechnungshof hat das mal berechnet, was das alles kostet im Jahr. Und jetzt halten Sie sich fest, 114 Millionen Euro im Jahr. Verstehen Sie, das sind unsere europäischen Werte. Wir schicken Abgeordnete mit Lastwagen und Zügen durch Europa, aber Boote schicken, wenn Kinder ertrinken, das ist unbezahlbar. Liebe Spiegelredaktion, wir waren nicht immer einer Meinung in letzter Zeit. Aber es wäre doch mal Zeit für ein neues Cover. Nur mal als Vorschlag vielleicht. Da, oder ist das zu polemisch? Herr von Wander! Herr von Wander! Habe ich das richtig verstanden? Ja. Deutschland ist sozusagen im Grundsatz gegen den Einsatz der Marine zur Rettung von Flüchtlingen. Ja, ist ganz interessant. De Maizière, der alte Christdemokrat, hat gesagt, ja, dass solche Aktionen wären nur Brücken für die Flüchtlinge nach Europa. Oh, Brücken sind ja was furchtbar. Sagen Sie, hatte der katholische Kirchentag dieses Jahr nicht das Motto mit Christus Brücken bauen? Ja, aber de Maizière ist evangelisch. Und Sie sehen, Marine, die wird ja nur in äußersten Notfällen eingesetzt. Was genau sind eigentlich Notfälle? Ah ja, das hat die Bundeswehr versucht zu definieren in einem Werbevideo. Wir haben jetzt Ausschnitte davon da. Das ist nur kurz geschnitten von uns, ein bisschen kürzer, aber es ist Originalvideo. Gucken Sie mal, die haben versucht, das zu definieren. Pass auf, ja, gucken Sie mal. So, es beginnt hier, oh, friedlich im Supermarkt, Mama und Tochter. Und der Notfall, heute keine Bananen. Oh mein Gott, oh, wie furchtbar dieser Schmerz, diese Trauer. Mama, wo sind die Bananen? Ja, Bananen kommen übers Meer, Schatz. Ach, das wusste ich nicht. Ja, aber die Bananen sind bedroht. Von diesem schwarzen Mann hier, sehen Sie? Oh mein Gott. Unser Wohlstand hängt ja wesentlich vom Handel über die Weltmeere ab. Wie gut, dass die deutsche Marine unterwegs ist mit ganz, ganz vielen Schiffen. Und dann kommen die und dann schießen die ins Wasser. Ja,
verstehen Sie? Ballern für Bananen. Ja, oder wie es offiziell heißt, ich glaube, der Handel erfordert sichere Seewege. Selbstverständlich. Ja, eine starke Marine schützt diese Seewege. Ja, wunderbar. Also, noch mal ganz kurz, wenn wir... Wenn die Bananen alle sind, schicken wir die ganze Flotte. Mhm. Und wenn Flüchtlinge ertrinken? Dann schicken wir Blumen. Grenzschützer, also Kollege, ich darf mich vorstellen, Frontex. Verstehen Sie, wir sind eine europäische Agentur zur Sicherung der Außengrenzen. Ich würde mal sagen, wir haben die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine Mauer bauen, da bin ich dabei, aber wo? Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Wir bauen eine Mauer rund um die Festung Europa. Und zwar... in konzentrischen Kreisen. Beginnen wir doch im Mittelkreis in Deutschland. Hier, sehen Sie die Mauer? Nee, wö. Ja, die sollen Sie auch gar nicht sehen, die ist unsichtbar. Verstehen Sie, aber sehr effektiv gegen Asylbewerber. Das ist die Drittstaatenregelung. Funktioniert so, Deutschland gewährt jedem Asyl. Er darf halt vorher kein anderes europäisches Land betreten haben. Hier, nur mal zum Spaß, probieren Sie es mal. Na, das ist auch ganz einfach. Nicht wahr, da gehe ich einfach über Polen. Ja, nee, das ist ja jetzt auch Teil. Nein. Dann vielleicht Holland oder, nein. Oder Italien. Nein. Das ist aber relativ schwierig, wenn man nicht gerade ein sehr, sehr gutes Katapult zur Verfügung hat, nicht wahr? Das, und wenn es einer trotzdem tut? Dann wird er zurückgeschickt. Das heißt, Deutschland benutzt alle seine Nachbarn als Bufferzone. Jawohl! Deutschland hat das Asylrecht und die anderen haben die Asylbewerber. Ja, verstehen Sie? Und noch sicherer ist es natürlich, wenn die Flüchtlinge gar nicht erst bis in die europäischen Nachbarländer vordringen. Ja, wie wollen Sie denn das machen? Ja, mit Mauer Nummer 2, der EU-Außengrenze. Verstehen Sie? Wir haben hier innen... den Schengen-Raum. Innen ist Schengen und außen... Draußen sind Schergen. Jawohl. Das war der Hintergedanke, nicht? Man stärkt die Außengrenzen, damit man sich innen frei machen kann. Freizügigkeit, Sie verstehen. FKK, das kenne ich. Ja. Aber man hält es Flüchtlinge fern. Nee, dafür brauchen wir Gesetze. Verstehen Sie? Es ist illegal, ohne die richtigen Papiere über die Grenzen hier zu kommen. Aber das kennen Sie ja von früher. Doch, Sie können doch bitte die DDR nicht mit der EU vergleichen. Da gibt's doch einen Unterschied. Selbstverständlich. Die DDR hat die Menschen gewaltsam gehindert, rauszukommen. Die EU hindert die Menschen gewaltsam, reinzukommen. Und sind Ihre Grenzen dicht? Selbstverständlich. Dafür sorgen wir von Frontex. Hä? Ja, aber ich sehe gar keinen Wachturm. Entschuldigen Sie. Natürlich haben wir den. Der steht in Warschau. Eiferbipsch, das ist ja mal ein Jägerstand. Hm. Ja. Sehen Sie, da liegen wir auf der Lauer und haben die Grenze im Blick mit Wärmebildkameras. Mit biometrischen Datenbanken, mit Weltraumsatelliten. Verstehen Sie, da orten wir jedes Rebellenraumschiff, Flüchtlingsboot. Auf den Zentimeter genau. Verstehen Sie, wie sage ich immer, Humanität. Das muss man technisch in den Griff kriegen. Das klingt aber nicht billig. Ist es nicht. Bisher hat es uns 1 Milliarde gekostet, aber wir wollen mehr, bis zu 14 Milliarden. Woher kriegen Sie die Gnade? Na, vom europäischen Bürger. Aber keine Sorge, die haben keinerlei demokratische Kontrolle über uns. Ach so, wie beim Politbüro. Aber Moment, Sie haben doch gar keine Mauer, keine richtige. Entschuldigung, wir haben einen Zaun. Zaun? Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun? Das hat meine Oma auch. Aber hat Ihre Oma auch das hier? Schauen Sie sich das Baby an. 6 Meter hoher Metallzaun mit vandalismusgesicherter Sprühvorrichtung für Reizgas, dann auch noch Antisprungvorrichtungen. Und der gute alte NATO-Draht, Mensch, das nenne ich einen Zaun. Ja. Jetzt verstehe ich, warum Sie mir gesagt haben, die Überlegenheit des Systems. Ja. Mit dem Zaun können wir ja die ganze Armee aufhalten. Das müssen wir auch, eine Armee von Flüchtlingen. Die kommen aus den Bürgerkriegsländern, die haben nichts mehr zu verlieren. Verstehen Sie, der Landweg nach Europa ist die letzte Chance. Den müssen wir dicht kriegen. Mit Zäunen in Marokko, in Griechenland, Bulgarien. Verstehen Sie, dichter. Und wer macht es? Na, die EU, unter der Führung von Deutschland, dem Land der Denker und Dichter. Das ist ja fantastisch, also. Jetzt habe ich aber vor lauter Zäunen ganz vergessen. Was wird dann noch mal geschützt? Na, wir schützen das Asylrecht. Vor den Flüchtlingen. Und Sie müssen wissen, das Asylrecht ist sehr empfindlich.
Deswegen sollte es möglichst selten benutzt werden. Ich verstehe. Gut, die Landgrenze ist jetzt dicht. Ja. Aber dann kommen die doch alle übers Meer in Boote, die ersaufen ihn doch. Ja, ich weiß, das ist ein ernstes Problem. Es gibt schon Beschwerden von Touristen. Aber deswegen arbeiten wir an Mauer Nummer 3. Verstehen Sie, die Flüchtlinge sollen das Mittelmeer gar nicht erst erreichen. Ja, wie wollen Sie denn das schon wieder machen? Indem wir mit diesen Ländern Mobilitätsabkommen abschließen. Klingt aber verdächtig nach Reisefreiheit. Die sollen einfach mobil machen gegen die Flüchtlinge. Und dann endet so eine Flüchtlingsreise eben nicht im Bed and Breakfast, sondern in einem libyschen Foltergefängnis. Ach, dann ist das eher ein Mortalitätsabkommen. Ja. Sehen Sie, Frontex ist in ganz Afrika unterwegs. Verstehen Sie? Gegen Sahara-Flüchtlinge, hier gegen die Migration auf die Kanaren und Aktion Triton, hier gegen die Lampedusa-Flüchtlinge. Die deutsche Grenze wird in der Sahara verteidigt. Ja. Sagen Sie mal, unter uns beiden Mauerschützern, wie viele Tote gab es denn bei Ihnen da so in der letzten Zeit zu beklagen? Ja, bisher 20.000, aber ganz ohne Schießbefehl. Wir, die DDR, haben es in 40 Jahren nur auf 800 Tote gebracht. Hm. Und wir waren faktisch ein Unrechtsstaat. Und was sind Sie? Oh, Friedensnobelpreisträger.